Ich will anfangen mit einer Impression aus einem Projekt, was Julia Dieringer auf ihrer Karte schon gezeigt hat, nämlich aus dem Fokus Land Projekt. Das war eines, glaube ich, in der ersten Runde von Kommunen innovativ. Und dort haben wir untersucht, welche Rolle engagierte Akteure bei der Entwicklung von Kommunen spielen können, von kleinen Gemeinden. Wir haben da vier Typen aufgestellt, aber damit will ich jetzt hier gar nicht anfangen, sondern ich will mit einem Zitat anfangen eines Bürgermeisters. Ein Bürgermeister einer Gemeinde, die in Mecklenburg-Vorpommern im Grunde genommen als Modellgemeinde gilt, weil er vieles geschafft hat, inklusive eines Nahwärmenetzes und lokaler Produktion, eines Bioschlachthofs, den er in seine Gemeinde geholt hat. Also alles, was für Mecklenburg-Vorpommern ziemlich und für Ostdeutschland überhaupt ziemlich modellhaft ist. Und der hat gesagt: Andreas, du musst dir das so vorstellen. Wir sind ja hier in Ämtern organisiert in Mecklenburg-Vorpommern und alle Gemeinden sind einem Amt zugeordnet. Und wenn ich als Bürgermeister zum Amt gehe, dann funktioniert die klassische Verwaltung der klassischen Daseinsvorsorge eigentlich relativ gut. Demografischer Wandel hin oder her, das ist nicht unsere zentrale Frage. Die Leute können sich anmelden, die Feuerwehren werden mehr oder weniger gut ausgestattet, die Straßen werden gebaut und gefegt und das Wasser, das hat auch eine hohe Qualität. Also der Normalbetrieb funktioniert eigentlich ziemlich gut. Wenn ich als Bürgermeister, 30 Jahre Erfahrung, mit einer neuen Idee, und dieses Dorf ist eigentlich voll von neuen Ideen, zum Amt gehe, dann schlagen die alle die Hände über den Kopf zusammen und sagen, jetzt kommt der wieder und hat wieder eine neue Idee. Und dann stehe ich vor der Verwaltung wie jeder andere Bürger mit einer neuen Idee und pralle da total ab. Was lernt ihr daraus, aus dem Zitat dieses Bürgermeisters, der wirklich viel erreicht hat? Verwaltung hat zwei Aufgaben, nämlich die eine Aufgabe, den Regelbetrieb zu erhalten. Die macht sie offensichtlich total gut. Und zum anderen Transformation zu gestalten. Und das ist das große Problem für Verwaltung. Die Verwaltung sind in sich, und wie gerade für Mecklenburg-Vorpommern, ich kann das, glaube ich, auch für Brandenburg sagen, mit der Gemeindezusammenlegung, gerade im Zusammenhang mit dem Bevölkerungsschwund der 90er Jahre, sind wir zu Effizienzweltmeistern, was Verwaltung angeht, geworden. Wahnsinnig wenige Leute stemmen da ganz großartige sozusagen Verwaltungsaufgaben. Aber sie sind überhaupt nicht mehr in der Lage, Transformation zu gestalten. Das braucht andere innere Logiken, eine andere Art von Organisation und möglicherweise auch andere Themen und möglicherweise, Frau Bock, Sie haben das schon gesagt, auch dafür expliziten Haushalt und mehr Geld. Dann komme ich zum zweiten, ich will gar nicht sagen Zitat, zu einer zweiten Begebenheit. Neulich hat mich der Leiter eines großen landesweiten, einer nachgeordneten Behörde angerufen und hat gesagt: Herr Willig, ich würde Sie gern gewinnen für ein Begeisterungsteam. Er möchte nämlich diese große Verwaltung umbauen für mehr Bürgerbeteiligung. Habe ich gesagt, dann mache ich natürlich super gerne mit. Wie stellen Sie sich denn das vor? Und dann hat er mir eine Rede geschickt, die er heute geschrieben hat, also nicht heute, sondern in den letzten Wochen, die aber im Jahr 2000, was weiß ich, 26 spielt und zurückblickt auf das, was er in diesen 5 Jahren geschafft hat. Und das ist eine Verwaltung, die verwaltet und gestaltet, die bürgernah ist, die dezentral organisiert ist. Das heißt, der Amtsleiter hat diese Aufgabe erkannt, aber sieht natürlich auch einen riesigen Weg vor sich. Dass er dafür innerhalb seines Teams nicht die Leute findet, sondern von außen sich eine Begeisterungsgruppe, Begeisterungsteam zusammenstellen will. Was braucht es nun, um diese beiden Logiken möglicherweise zu verbinden? Also die des Regelbetriebs und die der Transformationsgestaltung. Ich glaube, es geht ganz wesentlich um zwei Dinge. Auch das haben wir gerade schon gehört, es braucht nicht einfach Beteiligung, sondern es braucht neue Entscheidungswege.
Wir haben, Siri Frech kann da noch einiges zu sagen. Wir haben da mit Räten in einem Beteiligungsprozess organisiert, also Räte, die zeitweise in einer Region installiert werden und eigene Entscheidungen treffen können, in Kooperation mit der Kommunalpolitik und der Verwaltung und von der Verwaltung auch gestützt werden. Es braucht vielleicht sowas wie runde Tische. Im Zukunftsrat Mecklenburg-Vorpommern auch so ein neuer Rat, der gerade ein Aufbruchsdokument vorgelegt hat, werden beispielsweise auch Landschaftsräte und neue Jugendbeteiligungsmöglichkeiten, Jugendräte vorgeschlagen, die auch umgesetzt werden sollen. Also wir brauchen komplett neue Entscheidungswege und wir müssen über die Themen nachdenken, um die eigentlich gestritten werden soll. Wer legt die Themen eigentlich fest? Also im Neulandgewinnerprogramm haben wir die großartige Erfahrung gemacht, dass das Programm sehr themenoffen gestaltet worden ist und alle die Themen von Relevanz sind, die die Leute vor Ort als ihre relevanten Themen bezeichnen. Das hat den großen Vorteil, dass sie vergleichsweise viele Mitstreiter finden und dann von einem Thema zum anderen, das dann möglicherweise aus Verwaltungssicht relevanter ist, sich selber vorarbeiten können. Also wir brauchen sozusagen eine andere Form der Themenfindung und wer die auch festlegt. Und wir müssen uns vielleicht auch Gedanken darüber machen, vielleicht ist Stuttgart 21 ein gutes Beispiel dafür, zu welchem Zeitpunkt, wie wir eigentlich sozusagen Themen spielen in der Öffentlichkeit. Auch das ist eine Erfahrung, die jeder als Bürger. Der Bürgermeister, von dem ich vorhin sprach, könnte das natürlich auch nochmal schön nacherzählen, die wir hier schon mal gemacht haben, dass wir möglicherweise als Bürger die bestimmte sozusagen Bedeutung, die Themen in 5 oder in 10 Jahren kriegen könnten, noch gar nicht sehen, weil wir natürlich nicht so tief in Verwaltungsprozessen drinstecken. Das heißt, die Relevanz von Themen, und die Art und Weise, wie wir Themen anfangen, die müsste vielleicht nochmal neu überdacht werden. Und auch das Zusammenspiel von Themen, die den Bürgern tatsächlich wichtig sind, aber kommunal keine Rolle spielen, und Themen, die wir aus Verwaltungsgründen setzen müssen. Also zwei Logiken, gestalten und verwalten. Regelbetrieb ist wichtig. Und wie kommen wir zu neuen Dingen, neue Entscheidungswege? Und darüber nachdenken, wer über welche Themen entscheidet. Vielen Dank.